Schön, Mama. Movie von mir wird mir wieder ein bisschen wackelig, weil wir den Gimbal nachher erst wegbringen. Und der gerade am Laden ist, wir wollen den nochmal aufladen, damit wir den das auch dort zeigen können. Ansonsten. Oh, die auch am Start, wo ist er hin? Sag hallo! Sag hallo! Ja, dein Schuh ist verkehrt rum an. Und zwar machen wir jetzt gerade Lula Aue. Und zwar ist es gerade so, es passieren ja manchmal sehr eigenartige Sachen. Und zwar, ich habe hier in den Kühlschrank vor 2 Tagen Bier reingelegt für mich. Wollte es nächsten Tag trinken weg. Ja, nicht so schlimm. Ich lege abends ein Bier rein. Oder Nachmittag. Und habe gestreamt bis um 9. Da hatte ich eigentlich keinen Durst mehr auf Bier. Aber was kann ich? Dann nimm's schnell raus und tu es in dein Zimmer und tu es morgen noch mal in den Kühlschrank, da war es schon wieder weg. Also. Ja, kommen immer mal komische Sachen weg und ja, das mag ich nicht. Deswegen werden wir das jetzt einfach hier so handhaben, dass wir sind gerade dabei. Und zwar werden wir uns dieses Zimmer, das wird jetzt Otto sein Spielzimmer, beziehungsweise kochen wir da drin und dann stellen wir einen Kühlschrank da rein. Ich habe ja in Pattaya 2. Also wäre ich, wenn die Tage nach Pattaya fahren, dann werden eine Nacht dort schlafen, werde den Kühlschrank mit dir herbringen. Und wäre schon mal langsam vorbereitet, dass auf dem Umzug, ich habe ja jetzt genau auf den Tag, genau einen Monat Zeit, also kann ich alles schön zurechtlegen und zurecht sortieren. Dann werden wir uns eine Wohnung suchen und dann werden wir das so handhaben, dass wir hier unten in Bangkok wohnen. Ich wollte den Zweien helfen mit Otto, aber die wollen nicht. Meine Frau möchte das mit der Mutter allein machen. Ja, ich will da jetzt eigentlich unbedingt stören. Dann lassen wir das, ne? Dann setzen wir den Film hier nachher noch rein und dann fahren wir ja in die Stadt. Ja? Machen wir das! In ein Auto, so also ein Traktor. Traktor? Ja. Wo die Leute auf Arbeit fahren, aufs Feld. Na, da fahren die mit dem Traktor. Hast du doch gerade gesehen? Mal reinhalten, jetzt seht ihr da hinten. When you want, I help. Yeah, you talk me. Yes. Mama? No, I don't want to help. Also, die wollen keine männliche Hilfe, die wollen das lieber alleine machen. Also lassen wir es, bevor wir im Weg rumstehen. Was redest du jetzt dazwischen? Gibt es eine Anleitung? Ja, ne? Wie ist es zu machen haben? Ja, weil du brauchst ja ein Spielzimmer, ne? Nicht? So, also ich wollte euch hier auf dem Laufen halten. Wir werden nachher natürlich noch ein paar Movies abdrehen, wenn wir die Gimbal umtauschen. Ansonsten müssen wir mal sehen, ob wir heute nach Pattaya fahren, den Kühlschrank holen oder morgen. Ist also alles nicht so wild. Ist was sehr traurig, aber ja, du, gib mal her, fall mal nicht runter. Lass los, jawohl. Ja, da kannst du ja ein bisschen runter. Zack. Was ist das hier? Eine Rutsche. Ja, weißt du doch, haben wir doch von Pixie damals geschenkt gekriegt. Ja. Wo wir für dich Milchpulver gekauft haben. Also vergessen. Wir gehen schnell in die Werbung.
Also, wie gesagt, hier sind wir wieder. Die zwei spielen hier schön. Otto und Lola. Ansonsten ist die Situation jetzt hier gerade schwierig. Ich habe es euch ja gesagt, durch den Kredit. Der Bruder ist ja noch ganz schön angepisst. Die haben sich gestern wieder gestritten. Aber wir sollten es nachher geil sein und die Tür zumachen. Und dann machen wir sie zu und dann Feierabend. Ja, ansonsten würde ich sagen. Ich sehe Ludwig. Das ist den sein Fuß. Ja, das tut nicht weh. Ja, das macht man als Muay Thai-Trainer drum, um sich nicht weh zu tun. Ja. Na? Wegen dem ganzen Sehen. Ja, das ist nur rot, das tut nicht weh. Also in dem Sinne würde ich sagen, wir haben noch ganz schön zu tun. Bleibt mir ja treu. Bleibt mir ja gesund und werdet alle glücklich. Witz des Tages kommt demnächst, wenn das hier alles ordentlich ist. Wir müssen da doch ein bisschen mithelfen. Ein Messer. Okay, sag mal bye bye. Bye bye. Da muss er rein sagen, da muss er bye bye sagen. Also rum. Bye bye. Bye bye. Good.